Herzlich willkommen bei Feuerwehrwilli. Das bin ich. Ah, mit Sebastian habe ich auch telefoniert. Den kenne ich nämlich schon. Moin, Sebastian. Ey. Du hast ja schon einige Aktionen durchgemacht aus der Jugend. Also hast du mal geguckt, ob du grundlegend geeignet bist für die Arbeit im THW. Ja, also Geschicklichkeit, Treffsicherheit, technisches Verständnis. Das war schon gar nicht so schlecht. Danke dir, danke dir. Das aus deinem Munde, das freut mich. Was ihr nämlich nicht wisst, du bist ja stellvertretender Ortsbeauftragter. Genau. Wow, das ist schon ziemlich weit oben in der Kette. Genau, bei uns ist das ein bisschen anders als bei der Feuerwehr. Wir sind zweigliedrig. Bei uns gibt es quasi den technischen Zug. Von der Bergung über die örtliche Unterstützung, über Beleuchtung und Elektroversorgung bis hin zur Wasser sind wir hier komplett gut ausgerichtet. Ja. Und darüber hinaus, und da bin ich dann Leiter, gibt es dann den Ortsverband Stab. Die machen alle Verwaltung. Ausbildung, Verwaltung, Verpflegung, dafür sind die zuständig. Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, es ist bei uns komplett getrennt. Ah, okay. Also wir haben 12 verschiedene Fachgruppen im THW. Ja. Die sind alle verteilt auf die 668 Ortsverbände. Wie viel? 668 in ganz Deutschland. Oh, viel, ne? Wir haben hier bei uns in der Region Hannover, da gehört auch Schaumburg und Hameln-Pyrmont dazu. Ja. Da haben wir 10 Ortsverbände und wir teilen uns das alles. Das heißt, diese 12 Fachgruppen kommen in allen Ortsverbänden verteilt auf die jeweiligen Regionalstellen vor und wir arbeiten im Modulsystem. Das heißt, wenn du uns als Feuerwehr alarmierst, gucken wir, sind wir erstmal für dich zuständig. Sonst würden wir die Nachbar-OVen informieren, dass ihr einen Einsatz habt. Ja. Und dann gucken wir, welche Fachgruppen braucht ihr. Ja? Also ja, okay. Was kann bei euch gebraucht werden, wenn große Stromversorgung notwendig sind? Wenn ihr viel Wasser braucht, zum Beispiel bei Moorbränden über lange Strecken, dann müssen wir immer mehr dazu holen. Das machen wir intern. Ihr sagt uns, ihr braucht das und wir organisieren intern nach. Habt dann einen Stab. Genau. Wir werden jetzt hier uns gleich einmal ein Einsatzgerüstsystem, EGS heißt das bei uns, angucken. Ja. Wir haben dort vorne eine Wechselbrücke mitgebracht. Da haben wir ein ASH, also ein Abstützsystem Holz. Wenn mein Haus einstürzen droht, dann nehmen wir das. Ach, zum Abstützen quasi. Zum Abstützen. Ja. Und da ist halt auch dieses EGS mit drauf. Ja. Und da haben wir jetzt mal demonstrativ, also um alles zu verbinden, ne, wir können auch mal eben schnell Türme bauen oder Brücken oder ähnliches in Modulen. Haben wir natürlich dann heute nochmal mit Wasser. Wasser ist immer toll, ne? Haben wir das nochmal verdeutlicht, was wir sonst noch können. Gerade als Feuerwehrmann, dass du mein Herz erreicht. Das dachte ich mir schon. Und deshalb wollen wir jetzt mit dir heute mal ausprobieren, was man so alles in Höhen machen kann. Guck mal, da ist ja schon einer. Der kommt jetzt mal zu uns runter. Das heißt, du siehst schon mal das erste, die erste Möglichkeit, man kann sich selber hoch- und abseilen, ja, gesteuert über ein Rollglissystem hier vorne mit unserer Absturzsicherung. Wir haben aber auch andere Möglichkeiten. Ja, es ist ja nicht immer der fitte THW-Helfer, der das schon mal geübt hat, der komplett ausgestattet ist. Jetzt passt du auf, was du sagst. Ja, sondern es kann halt auch mal sein, dass du jemanden gefunden hast, den an uns übergeben hast und wir müssen den weiter zum Rettungsdienst bringen. Und dann müssen wir halt irgendwelche Höhen überbrücken. Dafür haben wir eigentlich auch spezielle Fachgruppen, nämlich die Höhenrettung. Ja. Aber ich sag mal, den kleinen Einsatz können wir auch mit unseren Bergungsgruppen sicherstellen. Das heißt, wir werden jetzt mit dir gemeinsam, du musst erstmal zu mir hoch, wir werden das auf unterschiedlichen Wegen bestreiten. Ich werde gehen, du wirst hochgebracht. Ja. Naja, bin doch ein bisschen älter. Ne? Du kriegst quasi das Liftsystem. Dafür habe ich schon mal einen Helm für dich vorbereitet. Wir müssen ja auch so ein bisschen an deine Sicherheit denken. Und dann wirst du hier vorne in ein Dreieckstuch, also eingebunden. Okay. Und wirst quasi so, wie man dich abseilen würde, wenn du nichts hast an Ausstattung, würden wir dich dann hochbringen. Okay, dann fütter ich mich jetzt mal an. Erstmal machen wir Helm mit dir hübsch. So, sehr gut. Dankeschön. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich oben bin und du auch entsprechend hochgebracht wirst. Hier bei dir mal wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Tobi, ich darf nicht übergeben. Ich fühle mich jetzt nur so halb wohl, aber schauen wir mal, was da gleich draus wird. Ich bin bei dir. Aber wäre ja gelacht, wenn die Feuerwehr das nicht hinkriegt, wa? Nicht das Gerüst umkippt, ne? Ja, wir haben extra hinten abgespannt. So. Genau. Darf man das einfach so direkt auf Stahl rauf machen? Ja, ich habe das auch ab und zu an, darf man. Okay. Ist das okay so? Ja. Ah. Habt ihr auch gut gemacht. Herzlich willkommen hier oben. Schön. Bitte bringen Sie noch einmal den Kameramann hinterher. Wir lassen hier oben einmal Feuerwehr aus der Winsel heraus und die Winsel wieder ab. Und anschließend den Kameramann hoch. Das brauchen wir bitte auch noch einmal Sicherheit ausstatten. Ja.
Marvin, du Tier. Also, für einen Schleifkorb, musst du das denn schon mal in der Realität nutzen? Nee, Gott sei Dank nicht. Ne? Aber wir haben bei uns auch in der Region gerade Höhlenrettungsgruppen, die das speziell machen. Und die werden das schon häufiger einsetzen. Dann sind es auch nicht nur Personen, die entsprechend gerettet werden müssen, sondern halt auch Sachgüter durchaus. Und wir kommen dann meistens mal in Zusammenspiel mit den Kameraden und Kameraden von der Feuerwehr in den Einsatz, ergänzen die, die sind meistens vor uns schon da und wir müssen die personell halt auch einfach aufstocken. Habt ihr das eben gerade gehört? Er hat das eben gar nicht so bewusst gesagt, das fand ich ganz schön. Er sagt eben die Kameraden und Kameraden der Feuerwehr. Er sagt also nicht die Feuerwehr, dafür erstmal schönes Dank, hat er unbewusst gemacht, aber genau deshalb bin ich auch hier, weil wir ja schön zusammenarbeiten. Das haben wir eben gerade gemerkt. Schönen Dank. Ja, gerne. Hast du sehr sympathisch gesagt. Also jetzt ein Kameradschaftsstempel an der Stelle, gebe ich gleich mal kurz. Gut, weiter so. Ja, setzt sich halt auch fort. Ne? Im Bereich CBN arbeiten wir auch eng zusammen, also das frühere ABC. Ne? Da sind wir quasi auch immer die ergänzende Gruppe, die man dann noch mit hinzuholt, damit wir schon eng verarbeiten, verzahnt arbeiten, damit die Kameradinnen und Kameraden wissen einfach, wie man sich aufeinander verlassen kann und wir auch die gleiche Ausbildung einfach haben. Ja? Also dass es dann, wenn mal ein personeller Mangel eintreten soll, dass es mal länger dauert, ja, das tritt relativ schnell dann ein. Ne? Man hat immer nur bestimmte Zeitgrenzen, die man drinnen bleiben kann. Dann sind wir quasi ergänzend auch noch da. Genau. Für die, die das jetzt nicht wissen, auch THW hat ja nicht so die Ausrückzeit, sondern wie wir Feuerwehr. Die kommen also meist etwas später, aber dafür bleiben sie meist viel länger. Ne? Genau, genau. Also ne, meistens wochenweise oder dann halt teilweise auch Monate. Alter, okay. Da bin ich dann doch froh, ab und zu mal nach Hause zu können. Ja, wir wechseln uns dann auch immer ab. Nee, aber schön. Aber schön, dass er das macht. Ja. Tolle Truppe hier. Dann würde ich sagen, lassen wir dich mal wieder ab. Dann lassen wir mich mal ab. Und binde dich dafür wieder in dein altbewährtes Tuch ein. In meine Windel, sag es ruhig. Hat mich nicht erwähnt. Wie, das ist ja auch geil. Leichtsinnig ist ja nur Feuerwehr, weißt du? Nein, wir haben das perfekt. Sieht alles gut aus bei dir? Bei mir sieht alles gut aus. Alter, das war die offizielle Ansage. Bei mir sieht alles gut aus. So, dann machen wir das mal hier. Und ich habe es extra so ein bisschen strammer eingestellt. Ne? Guck mal einmal nicht, dass hier irgendwie, ne? Also ich weiß ja nicht, was du noch vorhast, aber. Ein Knabenkursing meinst du? So. Wir wollen uns ja nicht gegenseitig unglücklich machen. Genau, so, damit ist der Nachwuchs in Festbeck auch gestoppt. Dann einmal vorne an die Kante ranklicken. Alikante, ich wollte es hier gerade zwischendurch klettern. Das wäre schlau gewesen jetzt, ne? Wenn das Band hier drüber geht. Oh, auf die Außenseite und hält sich bitte immer schön hier fest und stellt es dann verkehrt herum bitte da wieder hin. Wir halten ja, mal. Na, warte. Das sieht alles sehr gut aus. So. Den machst du? Dann lässt du dich einfach ganz normal in das Tuch hin. Wenn du hochgekommen bist, kommst du auch wunderbar wieder runter. Okay. Einmal noch so, Ladies. Nicht in den Pool. Ah. Oh. Kriegst du noch einmal so eine Knie, kriegst du noch ein bisschen mehr. Genau. Also wir stehen hier am Wunsdorfer Wasserfall. Also schönen Dank an euch beiden. Ich weiß auch, was du gerade für eine körperliche Leistung gebracht hast, mich da hochzuziehen. Nee, aber ich muss sagen, ich hätte das nicht gemacht, wenn ich mich nicht sicher gefühlt hätte. Man merkt also schon, auch als Fachmann, dass das hier richtig gemacht wird. Ne? Also man guckt die Kleinigkeiten, also schönen Dank. Sehr, sehr ordentlich, muss man sagen. Eine 1 plus. Sehr gut, sehr gut. Die machen das schon sehr ordentlich. So, was gucken wir jetzt noch? Ja, dann nehme ich Tobias das auch gleich mit und würde ihn nochmal ein bisschen in das Reich der Jugend entführen. Zum Lastenbewegen, ja, so Bewegen von schweren Lasten. Und das werden wir mit unserer Jugend gleich einmal gemeinsam machen. Und da bist du auch gerne eingeladen, mal mit Chef hier anzufassen. Okay, bin ganz gespannt. Deinen Helm wieder mitnehmen. Okay, ich nehme ihn gleich mit. Also Tobias nehme ich mit zur Jugend. Ich freue mich. Genau. Und Handschuhe gebe ich dir schon mal meine. Die wirst du nachher auch noch brauchen.